Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch seht, zu einem neuen The World of Disc Mac. Und wieder ein C64 First Look. Ja, warum denn? Ja, ich habe mir heute eine Sicherheitskopie erstellt von meiner Golden Disc 791. Und hier liegt meine SD2IEC. Die musste ich leider Gottes zerlegen, weil hier das eine Kabel war, hat sich gelöst. Das musste ich dran löten wieder. Ich habe die SD nicht kaputt gemacht, die 2IEC. Okay, bin ganz stolzes Kind. Und würde sagen, wir legen direkt los. Starten gewissermaßen die Golden Disk. Und während die Golden Disk lädt, möchte ich mich noch ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die mich unterstützt haben seit Sonntag. Und die mich noch weiterhin unterstützen. Danke, ihr habt mir wirklich sehr geholfen und ihr helft mir momentan sehr viel. Das ist unglaublich. Ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Das müsst ihr, glaube ich, ab nächsten Monat nicht mehr machen. Da hat sich das Ganze wieder geregelt. Und ja, ich freue mich halt. Deshalb habe ich auch heute diesen Smiley dabei. Ja, aber wir gehen ja heute auf die C64-Diskettenarchäologie. Und ja, noch ein kleiner Hinweis, während wir hier das Ganze gucken, obwohl das ist jetzt gleich vorbei, deshalb brauche ich das schon mal nicht zu machen. Die Golden Disk 791. Ulemania, the Forward 5. 45, Entschuldigung. Anleitung, nein. Was? Ja. Hä? 45. Wenn Sie der Verpackung dieser Ausgabe entnehmen können, verlosen wir in dieser Ausgabe der Golden Disk 10 tolle Spiele und 10 weitere Preise. Am Ende der Spielanleitung zu 45. Moment. Ulemania wollte ich aber spielen. Das war ja das, was ich eigentlich wollte. Als tüchtiger Mitarbeiter wird unser Held in diesem Spiel zum Vorarbeiter auf der Ölstation befördert. Seine Aufgabengebiet erstreckt sich von der Förderung des Öls bis hin zum Abtransport per Tanklaster. Dass diese Arbeit nicht einfach sein würde, war ja bekannt, doch viele unerwartete Überraschungen machten unseren Helden das Leben zusätzlich noch schwerer als sonst. Ja, was haben wir denn da Schönes drin? Also, schaffen Sie es, alle Tropfen in den vorhergegebenen Zeit einzusammeln, gelangen Sie in den nächsten Level, sprich die nächste Schicht. Wird der Schlauch von einem der Plagegeister berührt, bleiben 3 bis 4 Sekunden, um durch Druck auf den Feuerknopf den Schlauch schnell zurückzuziehen. Aha. Sie können den Gegner allerdings auch eliminieren, indem Sie frontal auf sie zusteuern und sie damit den Schlauch absaugen. Öl mit Fleischeinlage. Ach, das sind immer die Autos, die immer so stottern. Die immer so. Das sind keine Ab. Das sind nicht der Auspuff kaputt, da waren Fleischeinlagen drin. Ah! Okay. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir mal Ölmania. Wir legen direkt los. Alle beide Spiele, Ölmania und 45, sind gewissermaßen hier auf der ersten Seite dieser Diskette der Golden Disk 791 so rum. Ja, während das Spiel lädt, noch ganz kurzer Hinweis. Morgen gibt's das Let's Play, übermorgen gibt's das Amiga Play und am Freitag ab 16 Uhr auf Twitch, YouTube und Facebook natürlich wieder der Livestream von Bioshock Infinite. Wir gucken, dass wir das in 4 Stunden durchgezockt kriegen, denn um 20 Uhr höre ich auf, weil am Wochenende wird gearbeitet. Ölmania. Mir brüllt die Musik momentan derbstens Ohr. Sekunde. Mir mache ich mal die Musik ein bisschen leiser. Ah, die Musik gefällt. Die Musik gefällt wirklich. Das Gute ist, dass es 2 Spiele sind. Wir können also in dieser Golden Disk gewissermaßen. Naja.
So, wir drücken auf den Feuerknopf. Was haben wir denn da? Ah, das hat so Pac-Man-like. Moment. Das ist ein bisschen schwer zu steuern. Okay. Es ist gewissermaßen, man könnte eigentlich sagen, Pac-Man. So, man könnte eigentlich sagen, es ist Pac-Man, aber wieso kann ich. Okay. Aber wieso kann ich da. Hä, wieso kann ich da nicht runter? Was geht? Ich kann da nicht runter. Okay. Ich kann nicht mehr runter. Warum kann ich nicht mehr runter, Alter? Ja, jetzt ist es zu spät. Junge! Ich kann hier nicht runter. Hey, Steuerung total okay, Leute. Da, ja, das ist doch schön, das ist doch alles klasse, aber ich würde gern da runter. Ich würde echt gern da runter. Ich würde hier runter, ich würde diesen einen Punkt da haben, Alter. Ja, ich habe ihn. Wurde auch langsam Zeit, Alter. Ehrlich, mal ernsthaft hier. Okay, gut, dann schnappen wir uns die Gegners. Ich würde gerne wissen, jetzt mal ohne Scheiß, wieso geht das nicht? Hallo, ich würde gern. Ja. Ich würde gern. Timeout. Ja, ich konnte mich ja kaum bewegen. Ja, das war toll. Ich würde aber gehen. Das muss während des Moves passieren. Okay. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Das ist ja wohl jetzt. Das war jetzt wohl ein Insider hier, Alter. Das war ja wohl wirklich hier. Das war ja wohl ein ganz kalter. Hallo, Peggy! Leute, da ist Pac-Man. Ich würde aber gerne jetzt hier runter. Weil. Ja, Sekunde, das haben wir gleich. Alter, lass mich raten, hat mich. Ja, press fire to continue. Ah, Junge. Ich hab 3 Sekunden als Gießen, gell?
Das wird hier immer schwieriger, Alter. Boah, Alter, das ist ja wohl überhaupt nicht hier. Das ist ja... Hallo, ich würde das gern... Mission complete. Oh, Alter, das geht ganz schön in die Arme, Alter. Das geht ganz schön in die Arme. Ja, es ist so ein Pac-Man-Klon. Wer möchte, kann den gern gucken auf der Game On. Auf der Game On. Quatsch. Golden Disc. Ich laber manchmal eine Scheiße, Leute. Auf der Golden Disc. Golden Disc 791. Zack. Oh, ich bin aber schneller. Hast du aber gemeint, mein Freund, ne? Hast du echt gemeint. So, muss ich nur gerade gucken. Nein, schaff das nicht. Das ist. Der kam aber auch aus den Ecken, Alter. Der kam aber in den Ecken, das habe ich gar nicht gesehen. So, und ich würde sagen, das war das erste Spiel. Und damit, Was? Was? Overflow-Error? Ich habe noch nie einen Overflow-Error gehabt. Was ist ein Overflow-Error? Das war ja well nice. Overflow-Error hatte ich noch nie gehabt. Das war jetzt gerade frisch. So, also Ölmania ist gewissermaßen ein Pac-Man-Klon. Das haben wir jetzt gesehen. Jetzt können wir uns um 45 kümmern. Dann lesen wir auch mal ganz kurz in die Anleitung rein und dann spielen wir das Spiel, um rauszukriegen, was in dem Spiel ist. Obwohl, wir brauchen die Anleitung nicht zu lesen. Wer liest denn heute bitte noch die Anleitung? Wer hat jemals die Anleitung gelesen? Ha? Jetzt mal ohne Witze. Gut, Anachronia hat immer gesagt, ja, bitte von Enemy 1 und Enemy 2 bitte die Anleitung lesen, weil sonst kommst du nicht weiter. Auch immer was Schönes, immer noch so. Super. Nein. Ich möchte das Spiel direkt starten. Ich möchte das Spiel spielen. 45. Ich habe keine Ahnung, worum es... Das geht? Auch was. Dieses Amiga-Zeichen, das ihr seht, unter Amiga, unter dem A, das Amiga-Zeichen. Das ist ja bekanntlich der Amiga 500. Und das ist gewissermaßen, wie, glaube ich, der Meister Amiga rausgehauen wurde. Ich habe aber bei mir stehen Amiga 500. Habe ich eine ältere Version? Ich habe, glaube ich, eine neuere Revision von meinem Amiga. Ist nice. Ja, und dass das Ding so rattert und knattert, gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich hoffe trotzdem, dass er spielt. Ich konnte die Diskette formatieren, ich konnte die Diskette bespielen. Wenn er jetzt beim Spielen Scheiße baut, ne? Er hat mich rausgekickt. Wir versuchen es anders da. Wir versuchen mal, das Disketten-Directory zu laden, zu laufen. Das funktioniert natürlich nicht. War ja klar. So, deshalb würde ich mal... Ich habe keinen Speeder drin, das heißt also, ich habe nichts drin. Das heißt, kein Final Cartridge-Modul, keine Speichererweiterung, nichts. Auch mein Everdrive-Modul ist gewissermaßen... mein Everdrive-Modul, mein SD2IC ist gewissermaßen abgeklemmt. Nee, stimmt ja nicht, das ist angeklemmt hier. Aber ich denke, das hat aber nichts zu tun. Weil das läuft in der Laufwerksnummer 9. Ja, wenn es jetzt nicht funktioniert und dann haben wir da bloß nur Ölmania drin.
Was ich ja schade finde, das kann natürlich jetzt an der Kopie liegen, kann aber auch an meiner Diskette liegen, dass es einen Transferfehler gab. Problem ist, ich habe diese Diskette schon mal versucht zu überspielen, da hat meine Diskette aber schon gezeigt, dass es einen Fehler hat, indem sie halt hingegangen ist und hat mir halt dementsprechend eine reingewirkt. Und ich habe dann gesagt, okay, gut, schiss der Hund drop. Dann schmeiße ich die Diskette weg und hole eine neue Diskette. Bei 720 Disketten, da ist es irgendwann scheißegal. Da schmeißt man auch mal Disketten weg. So ist es nicht. Aber das ist nice. Das ist echt nice. Und naja. Wir sind mal gespannt, ob es noch diese Laufwerksfehler gibt. Er kickt mich wahrscheinlich wieder raus. Er geht immer ganz bis draußen an den Rand und dann hört er auf. Ja, man hat's gehört, ne? Ich find's aber duft, das kann ja gerade mal so bleiben, weil das haben wir auch noch nie gehabt. Zack, und schon war ich draußen. Naja. Gut, also, das war im Großen und Ganzen das Disketten, das Discmac, Golden Disc, 791, ich hab's ja irgendwann mal, 791 und ja, wie ihr seht, die Diskette hat nicht wirklich funktioniert, das fand ich ein bisschen blöd. Wie gesagt, kann natürlich jetzt eine Diskette liegen, aber ich habe schon drei Disketten kopiert. Ich habe jetzt dreimal das Video angefangen und ich würde sagen, das Video übernehme ich jetzt ganz einfach, weil ich möchte euch heute irgendwas bringen, sonst bin ich, wir haben jetzt wirklich 3 Uhr mittags, sonst kommt heute überhaupt kein Video mehr raus. Und deshalb bitte ich um Entschuldigung, dass das zweite Spiel einfach nicht funktioniert hat. Trotzdem funktioniert Ölmania und ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Partypatool. Bye, bye.